liebe Schwestern und Brüder, der Weihetag dieses Altares, dieses Chorraumes, dieses Domes lädt ein, in aller Kürze noch einmal auf das zu schauen, was die Gotik als Architekturstil von dem umsetzt, was wir in den Lesungen des heutigen Tages gehört haben. Es ist der Tempel, von dem in der alttestamentlichen Lesung die Rede ist, das heißt das Haus Gottes. Das Haus Gottes, in dem die Gemeinde zusammenkommt, und in der Gotik ist sie im Himmel versammelt. Die Gotik möchte das himmlische Jerusalem abbilden. Natürlich wie die Kirchen Richtung Osten ausgerichtet, wo jetzt gerade wunderbar die aufgehende Sonne durch unsere Chorfenster strahlt. Das himmlische Jerusalem mit 12 Toren aus Gold mit Edelsteinen geschmückt. Und wenn jetzt so die bunten Farben sich auf den Säulen der Steine widerspiegeln, dann wirkt das golden geschmückt mit Smaragden und Rubinen. Das himmlische Jerusalem, in dem wir unterwegs sind, quasi als Ziel der Altar, wenn die Gläubigen, so war die Überlegung, auch wenn der Dom erst viele Jahrhunderte später vollendet war, wenn sie durch den Haupteingang hereinkamen, hatten sie das Ziel vor Augen, aber es war ein Weg, der Lebensweg, der Glaubensweg, den sie gehen in der Verantwortung vor Gott. Aber sie gehen nicht allein, sie gehen mit den Menschen, die mit unterwegs sind, so wie wir heute Morgen auch gemeinsam unterwegs sind. Und wir gehen nicht allein, weil da schon welche vorgegangen sind, die Heiligen, angefangen von den Aposteln. Und hier in unserem Binnenchor sehen wir die 12. Es sind 14 Säulen, denn über dem Altar Maria und Jesus Christus selbst. Und dann die 12. Unter ihnen Petrus, das Haupt, als Ansprechpartner, der Sprecher, der Jünger, der auch im heutigen Evangelium das Christus- und Messias-Bekenntnis spricht. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Dargestellt mit den Schlüsseln, die er im Bild gesprochen von Christus erhält. Und auch viele andere Heilige nehmen uns quasi mit. Wenn wir den Blick zu ihnen heben, dann können wir weiter nach oben gehen und kommen dann zum Gewölbe. Und wunderbar in der Gotik zu sehen, das Gewölbe hat einen Schlussstein. Von dem haben wir ja in der Lesung des Apostels Paulus an die Epheser gehört. Ihr seid das Fundament, ihr seid auf das Fundament der Apostel gebaut, aber dann am Ende gibt es den Schlussstein. Der hält das Gewölbe zusammen, der hält das Ganze zusammen. Also eine wunderbare, steingewordene Predigt, unser Kölner Dom, wie alle gotischen Kathedralen. Das Wichtigste ist, bei all der Schönheit dieser Kirche oder romanischer Kirchen oder auch kleiner Kapellen, moderner Kirchbauten, was auch immer, wo auch immer eine Kirche steht, in der Stadt oder auf einem Berggipfel. Wichtig ist, dass Menschen zusammenkommen. Wir sind Hausgenossen Gottes, wir sind die Gemeinde, wir sind die Kirche, wir sind der lebendige Leib Jesu Christi. Ihr seid nicht mehr Fremde, sondern Mitbürger der heiligen Hausgenossen Gottes. Das ist die Verheißung, die Zusage, die wir haben. Und so wird bis auf wenige Jahre der französischen Besatzung, als der Dom aufgehoben wurde als Kirche, und in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, als er nicht genutzt werden konnte, kontinuierlich an diesem Altar und in diesem Dom Eucharistie gefeiert. 702 Jahre ist es her, dass dieses Haus Gott übergeben wurde. Und hoffen und beten wir, dass auch in Zukunft immer wieder Gemeinde hier zusammenkommt, um in diesem wunderbaren Gebäude
Eucharistie zu feiern und den als Messias zu bekennen, den die Weisen aus dem Morgenland schon als König gesucht und gefunden haben, die Weisen, die wir in unserem Dreikönigenschrein verehren und die uns auf den zeigen, der über dem Dreikönigenschrein ist, nämlich Jesus Christus als Figur hier im Binnenchor. Aber dieser Jesus Christus, der auf der Vorderseite des Schreins, auf dem Schoß seiner Mutter sitzt, als die Könige die Gaben bringen und im Obergeschoss des Schreins ganz oben noch einmal thront, nicht mehr als Kind, sondern als der Auferstandene, der Pantokrator, der Weltenrichter. Dafür steht dieser ganze Dom. Amen.